Hilfe, kann mir mal jemand helfen? Warum sind diese Lampen eigentlich so teuer? Und wo kriegt man eigentlich Lampen, die nicht total räudig ausschauen, für einen vernünftigen Preis her? Also meine Freundin hat mich jetzt gezwungen, die Lampen zu machen. Es hängen überall Kabel runter und das sind halt Fassungen mit einer Birne. Das ist die einzige Lampe, glaube ich, die irgendwie montiert ist. Und alter Digga, das sind schon, weiß ich nicht, wie viel Fliegen drin. Meine Freundin meinte, das kann man noch über den Reis streuen, aber nee, Digga. Und weiß vielleicht jemand, wie viel es kostet, wenn jemand vorbeikommt und alle Lampen installiert? Weil ich habe da echt keinen Bock mehr, Alter. Die Lampe, die wir gekauft haben, hat da circa ein gefühlt 10 Meter langes Kabel. Das muss ich erst kürzen. Ich meine, für was ist das ausgelegt? Für eine Deckenhöhe von 20 Meter? Das Kabel war so lang, da wäre ich jedes Mal gegen die Lampe gelaufen. Und Digga, du denkst dir halt, in 5 Minuten ist diese Lampe montiert. Das hat fast 2 Stunden gedauert. Ich muss noch circa 20 Lampen in dem Haus montieren. Die sind alle in Kartons im Keller und ich habe keinen Bock mehr. Kann mir jemand sagen, was das kostet? Ich glaube, ich werde das jetzt investieren. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Lampen aufhängen. Sagt mal, was ihr so gar nicht leiden könnt. Und ja, da hängt auch noch ein Kabel raus. Also weiter geht's.